Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter Online. Und ja, da oben hat uns gerade irgendein Hinweis angezeigt. In jedem Gebiet gibt es einzigartige Wettbewerbe. Gerade hat ein Wettbewerb im Turmviertel begonnen. Und zwar, die Relikte hat's mal wieder, oder? Weil da drüben wieder die Relikte angezeigt werden. In 12 Minuten endet die wieder. Jetzt gucke ich mal schnell auf die Karte, was hier denn so alles angezeigt wird. Kundschafter Gälen hat eine Aufgabe für uns. Hier hinten zum Hauptmann Janros, Kanalplanschen. Ach ja, das wollten wir glaube machen. Ja, dann gucken wir doch da gleich mal hin. Behälter, Südwestmauer inspizieren und der Händler, Auktionshändler besuchen. Okay, aber dann gehen wir jetzt erst noch. Ja gut, sollen wir erst noch hier kurz hinspringen? Ja, machen wir doch gleich mal den Quest hier noch kurz. Oder holen uns den Quest hier noch kurz ab, vielmehr. Das können wir ja schnell machen, wenn wir jetzt schon hier sind. Springen wir mal kurz hier hinten durch die eingerissene Mauer. Und da oben ist irgendwas. Sehe ich gerade. Da schwebt irgendwas rum. Okay, beziehungsweise hier schwebt alles. Okay. Naja, gucken wir mal. Wo ist denn hier der nächste Quest? Da. Hallo, was hast du noch für mich zu tun? Ja, und ein neues Lager habe ich entdeckt. Sehr schön. Der einäugige Gott will es so. Okay. Kundschafter Gälen. Wie kann ich helfen? Eroberung von Grumsch. Sammeln Sie im Vielpfeillager nördlich des Mantelturms 3 Angriffspläne. Ja, nehme ich mal an. Und die Augen haben es. Töten Sie 5 Beschützer des Auge der Grumsch um das Vielpfeillager nördlich des Mantelturms. Ja, okay, also das sind wieder zwei Quests, die sich wahrscheinlich gegenseitig ziemlich genau ergänzen. Aber gut, das ist dann mehr oder weniger schon wieder das nächste Gebiet. Deswegen gehe ich jetzt erstmal zurück und mache da auf jeden Fall nochmal ein paar Quests, damit ich auf jeden Fall noch mindestens einmal Level abkomme, bevor ich da weitermache. Weil ja schon das Gebiet hier ein bisschen leicht herausfordernd ist. Wenn ich hier gerade nur Level 12 bin. Ja. Dann gucken wir hier mal weiter. Und zwar kämen wir jetzt erstmal zum Hauptmann Janros zurück und gucken, was der dann für uns hat. So. Wo ist er denn? Da steht er ja schon. Hallo Hauptmann. Kanalplanschen, ja, das habe ich abgeschlossen. Beeindruckend, Bornverplänen. Carneverin war wirklich eine Bestie. Ja, und dann nehme ich doch gern mal die Erfahrung mit. Und neue Quests kriegt man auch gleich wieder 2 Stück. Sag mal, wie viele Quests habe ich denn jetzt dann langsam? Töten Sie 5 orkische Aufseher beim Krämerplatz, dem Gebiet südlich des Lagers der Neverwinterwache. Okay. Nachschub zurückerlangen. Holen Sie 10 Vorratskisten vom Krämerplatz. Okay. Ja, das ist auch wieder ziemlich genau das gleiche, die 2 Quests. Die Vielpfeil-Orks plündern aggressiv die ganze Gegend, sogar Kisten aus unserem eigenen Nachschub sind ihnen schon in die Hände gefallen. Die Neverwinterwache ist zum Schutz der Stadt auf den Inhalt dieser Kisten angewiesen. Okay. Ja. Dann können wir doch mal helfen. Und dann gucken wir jetzt mal, was wir denn als nächstes machen. So. Hier 3 Angriffspläne sammeln, 5 orkische Aufseher töten, eine Reliktherz teilnehmen. Ja, das muss ich noch irgendwann machen. Was ist das hier? Okay, Moment, was gibt's hier noch für Ziele? Gibt's hier auch Jagd nach Relikten irgendwo als Ziel? Nee. Naja, Behälter, da muss ich die Mauer inspizieren. Ja gut, dann teilt man doch gleich mal die 5 orkischen Aufseher. Das ist, glaube ich, am nächsten jetzt hier dran. So, ja. Da vorne müssten sie sein, die orkischen Aufseher. Axtwerfer. Ist hier kein Aufseher dabei? Nee, so wie es aussieht, nicht. Aber egal. Ihr werdet auch sterben. Okay, das hat gerade ziemlich geleckt. Jetzt geht's wieder. Jetzt wird der Schaden angezeigt. Gut. Gerade hat es nämlich nicht so ganz funktioniert. So, was habe ich denn hier gekriegt? Vielpfeil-Insignien, okay. Brauche ich die gerade für irgendeine Quest? Nö. Naja, okay. Gucken wir trotzdem mal weiter.
Ja, jetzt müsste ich eigentlich da sein. Hier müsste jetzt eigentlich die ersten Aufseher dann irgendwo haben. Zum Beispiel Ogerwild, okay. Mit dem will ich jetzt eher nichts zu tun haben. Ist das hier? Ne, das sind auch wieder keine Aufseher. Ah doch, da ist ein Aufseher. Okay, gut, alles klar. So, und da ist auch schon die erste Vorratskiste. Die steht da auch gleich wieder dabei. Sehr gut. Hoppla, ein bisschen aufpassen wieder. So. Gut, aber die kriegen jetzt doch auch relativ zügig schon hin. Die Aufseher. Und da ist die Vorratskiste. Gut, wie viel brauche ich denn von den Vorratskisten? 10 Stück. Okay, Gewölbekundepaket, ne, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Vorratskiste der Neverwinterwache. Okay. Okay, jetzt habe ich gleich 2 davon gekriegt. Sehr schön. Warum nicht? Einmal eine Kiste inspiziert und eine hat der Ork fallen lassen. Sehr gut. Und Aufseher muss ich wie viele töten? Ach, 3 bis... Ich muss doch die Aufseher auch töten. Wird das jetzt gar nicht mehr angezeigt? Hier, 5 orkische Aufseher muss ich töten. Okay, 5 sind's. Das wird hier gar nicht angezeigt, weil ich so viele Quests habe. Im Moment. Aber gut, was steht da oben? Ist das auch eine Kiste? Sieht so aus. Nee, das ist nur eine Schatztruhe. Was heißt nur? Ist eine Schatztruhe. Mache ich aber auch auf jeden Fall mal auf und nehme alles mit. Hat sogar einige sinnvolle Sachen drin. Sehr gut. Okay. Und da unten kämpft jemand und da hinten ist ein Commander. Und das hier ist, ne, auch kein Aufseher. Was sind hier Aufseher? Gibt's ja gar nicht. Hier könnte eine Vorratskiste sein. Ja, ist sogar eine Vorratskiste. Und dann guck mal, okay, und die respawnen hier gerade. Sehr interessant. Ist das, das sind auch keine Aufseher. Oder zählen die auch als Aufseher? Keine Ahnung. Was ein Super hier ist. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Auch das hat noch nicht übersetzt. Deshalb, ja, Entschlossenheit schnell. So. Und Nummer 1 ist tot. So. Kleiner Heiltrank kriege ich gleich wieder. Sehr schön. Werde ich dann gleich mal verwenden. So. Schriftrolle, Identifikation, Heiltrank. 2 Heiltränke sogar. Sehr schön. Und eine schwerere Schriftrolle. Nochmal. Okay. Und hat er jetzt als Aufseher gezählt? Guck ich mal schnell. Nein. Okay. So, wo muss ich denn hin? Wo ist denn... Ja, ich bin noch genau in dem Gebiet. Wo ist denn da nochmal ein Aufseher? Ist nochmal eine Kiste? So. Das ist ein Spieler. 2 Spieler sogar. Und da ist ein Aufseher. Gut, aber vorher nehme ich auf jeden Fall nochmal einen Heiltrank. Sonst wird es womöglich noch eng. Und das will ich ja nicht. Ich will ja nichts schaffen und nicht sterben. So. Die 2 Arbeitsklaven sind schon mal weg. Und die Aufseher sind jetzt auch nicht allzu stark. So, müssen wir 1 oder 2 sind. Ist das alles gut machbar. So. Und dann war es das auch schon wieder mit dir, Aufseher. Was habe ich jetzt gekriegt? Eine Albtraumschatzlade. Okay. Hier. Albtraumschatzlade. Ja, öffne ich doch einfach mal. Warum denn nicht? So, verzauberter Schlüssel, verzauberter... Was? Sie haben keinen Schlüssel. Ach so, da brauche ich auch Schlüssel dafür. Okay. Ja, nee, nicht jetzt. Mal gucken, wie ich die Schlüssel kriege, ob ich die... Ja, ob ich sicher irgendwie erspielen können. Mal gucken, wie das funktioniert. So. Schädigte Orkzahn. Und was ist das hier? Ein Axtwerfer. Mehrere Axtwerfer sogar. Aber keine Aufseher mehr. Ah. Naja, oh, ich brenne ja, okay. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen auf Feuer. So. Und jetzt machen wir ein bisschen Himmel. Sonst töten die mich hier noch, die Axtwerfer. Das sind nämlich relativ viele. So. Und der hat irgendwo eine Kiste fallen lassen. Hier, Vorratskiste. Vorratskiste 2 sogar, sehr schön. Und ein beschädigter Orkzahn nehme ich auch gleich mit, wenn ich schon dabei bin. Gut, und da muss ich eigentlich schon den nächsten Heiltrank nehmen. Mache ich doch einfach mal schnell. Und dann gucke ich mal. Arbeitsklave, Axtwerfer, Axtwerfer. Ist das hier? Ne, ist Kommandant. Ich will Aufseher. Ist das hier ein Aufseher? Das könnte ein Aufseher sein, oder? Hallo?
Wurde nicht angezeigt. Wild, ein wilder Oger. Der bringt nichts. Warum hat sie so wenig Aufseher? Gibt's doch gar nicht. Oh, ein kritischer Treffer. Esper, sehr gut. Ich dachte, verdammt viel Schaden. Tragbarer Altar. Okay. Da ist wieder ein neuer Aufseher gespawnt. Gut, dann töten wir den halt nochmal. Dann müsste ich drei haben, glaube ich. Den Viechern. Na, muss ich aufpassen. Gut. Und oh. So. Kuh. Und mal wieder meine Rechtsklick-Attacke. Macht halt viel zu wenig Schaden. Das lohnt sich überhaupt nicht zu machen. So. Und Level up. Oh yes. Verwenden Sie den Astraldiamantentausch, um Astraldiamanten gegen Zen zu tauschen. Ja, das weiß ich, dass das funktioniert. Habe ich aber nicht vor. Ich habe ja noch kaum Astraldiamanten. Ja, trotzdem danke für den Tipp. Und jetzt brauche ich noch drei Vorratskisten. Und nochmal ein paar Aufseher. Aber hier hat so wenig Aufseher überall. Das kann eigentlich gar nicht sein. Ah, fünf orkische Aufseher töten. Ja, schön. Was ist das hier? Spellscrab, Kommandant. Okay, ein Ork-Magier. Töten den halt auch mal schnell. Wow. Macht sogar ganz gut Schaden. Nicht schlecht. So. Und, ja stimmt. Ich muss wieder meine Punkte verteilen unbedingt. Meine Level-Up-Punkte. So. Das war's jetzt aus dem Spellscrab Diamant. Nee, was war's? Keine Ahnung, wie er hieß. Egal. Und F2. Gucken wir mal, was gibt's denn Neues? Neue Kräfte. So, was machen wir denn da? Ja, sie kann ja noch nicht aufrüsten. Das hier habe ich aufgerüstet. Zerstörer. Schaden plus 1 pro Stapel. Moment. Was ist da? Was? Einer gespawnt. Gibt's doch nicht. Muss ich gleich nochmal in Ruhe angucken. Jetzt mache ich erstmal die Quest fertig. Und ich dann nachher den Quest abgeben. Guck ich mir das mal genauer an. So. Gut. Jetzt hier erstmal wieder das Zeug einsammeln. Unidentifizierter Gegenstand. Was ist das hier? Okay, ein Vielpfeil. Was? Vielpfeil? Signale? Wie hieß es? Egal. Axtwerfer, nee. Ich will Aufseher töten. Sind die schon wieder respawned? Ja, dann töte ich den halt einfach nochmal. Und dann müsste ich, glaube ich, nur noch einen töten danach. Meine ich. Und ich glaube vier. So. Oh, stirb. Und wer kommt da angerannt? Die nächste Gruppe schon, oder was? Nicht so toll. Gegen zwei Gruppen kämpfen ist nicht so cool immer. Aber nee. War einfach nur so ein Viech, das da noch rumgesprungen ist irgendwie. Ah nee, und da hinten. Okay. Die komischen Axtdorfer haben mich schon wieder gesehen. Stopp. Ich hoffe, dass der Blind mich jetzt nicht sieht mit seinen Bestien noch. Sonst könnte es eng werden. Aber die sehen mich noch nicht. Sehr gut. Und hier ist noch eine Vorratskiste. Da ist ein Heiltrank. So. Eine Stammesfeder und eine Vielpfeil-Insigne. Ne, eine schwächere Schriftrolle der Identifikation ist es. Und Axtwerfer, Axtwerfer, Arbeitsklave, aber ohne Aufseher. Bestienzähmer, Axtwerfer. Naja. Ah, da oben ist aber ein Aufseher, oder? Ja, da oben ist ein Aufseher. Gut, dann wird das der letzte Aufseher, den ich töte. Aber vorher nochmal einen Heiltrank nehmen. So, und... Oh, verdammt, verdammt. Das war nicht so geplant. Okay. Wie viel sind das jetzt mit dem Gegner? Naja, ich probier's mal. Wird schon was werden. Hoppla. Wow, nee, das sind ja... Wow, wow, wow. Nee, da gehe ich lieber. Entschuldigung. Da habe ich keine Lust zu kämpfen. Da versuche ich mal ganz zügig abzuhauen. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Nee, das wird, glaube ich, nichts mehr. Ich verfolge mich noch alle. Na gut, drei halt dran. Und Sprint. Schnell in die sichere Zone hier hinten. Genau, Neverwinterwache, mach mal was. Weil da habe ich schon ein bisschen überschätzt jetzt. Oder was heißt überschätzt? Ein bisschen blöd angestellt vielmehr. Drei.
Und dann mache ich nochmal meine tägliche Fähigkeit, wenn hier schon so viele Gegner auf einmal sind. So, warum? Was? Ah, verdammt! Verdammt, 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 verdammt. 1-0. So. Okay. Jetzt haben die mich umgestoßen, so Idioten. Und ich habe die falsche tägliche Fähigkeit gewählt. Habe ich gerade gemerkt. Die will ich nämlich eigentlich gar nicht haben. Moment, das wollte ich alles gar nicht. Jetzt nehme ich erst hier mal das ganze Zeug auf. Stiefel, Gold einsammeln. Vorratskiste, gut, dann habe ich das jetzt erledigt. Und dann gehe ich jetzt hier mal schnell in die sichere Zone und gucke ein bisschen rum. Nee, da wollte ich gar nicht hin, sondern bin ich blöd. Wo sind meine Fähigkeiten? Hier, Kräfte. Und zwar will ich die Stahllawine nach einem Sprung in die Höhe. Genau, das ist nämlich die coolste Fähigkeit, finde ich. Die will ich haben und nicht den Hieb. Der ist nicht so geil. Genau. Okay, und dann kann ich ja gleich mal nochmal meine Punkte verteilen. Meinen Punkt vielmehr. Und dann kann ich doch eigentlich hier das ja aufwerten. Plus 10%. Ja, also, auf geht's. Möchten Sie den Rang von Stahllawine erhöhen? Jawohl, will ich machen. Und was kann ich dann noch? Ich kann neue Talente vergeben. Aktionspunkte, nee. Bonusschaden durch Stärke, jawohl, das mache ich wieder. Änderung zuweisen. Und dann neue Aufgabe der Händler, ja, das ist ja der Quest, den ich angenommen habe. Und dann gucke ich mal noch ins Berufe-Menü. Da habe ich doch das letzte Mal eine Ausbildung angefangen. Ja, das nehme ich mal an. 80 Erfahrung in Anführen. Und dann wähle ich mal die nächste Aufgabe aus. Und zwar wieder die hier. Ich muss nämlich erst Level 3 werden, bevor ich hier weitermachen kann. Und da das am meisten Erfahrung gibt, mache ich das doch nochmal. Ressource, Söldner und Aufgabe beginnen. Okay. Gut. Und dann würde ich sagen, war es das erstmal wieder von dem Part. Im nächsten Part machen wir dann hier weiter und geben Quest ab. Ein paar Quests haben wir ja noch. Und ja, bis dann. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ciao.